Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das zweite Schwangerschaftsupdate von mir. Mein erstes, das ging von der 4. bis zur 18. Woche und jetzt bin ich aktuell schon in der 22. Woche. Es ist unglaublich, wie im Moment die Zeit vergeht, wirklich. Also ganz am Anfang, 6., 7., 8. Woche war es echt anstrengend, weil die Tage einfach nicht vergangen sind. Und jetzt, wie gesagt, bin ich plötzlich schon in der 22. Woche. Ich habe ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen, die ich euch heute sehr gerne in diesem Video beantworte. Unter anderem geht es um das Antibiotikum, das mir meine Frauenärztin eben das letzte Mal verschrieben hat. Da haben mich auch ganz viele gefragt, auch private Nachrichten habe ich bekommen. Und wie gesagt, die beantworte ich euch heute in diesem Video. Wir starten direkt eben durch mit diesem Termin, der Ende des Monats anstand, Ende Juli. Es war ein ganz normaler Vorsorgetermin. Ich wusste, dass ein ausführlicher Ultraschall ansteht. Da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Das hatte mir die Frauenärztin vorher gesagt. Und deshalb ist auch mein Mann mitgekommen, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Ihr wisst, dass es eben arbeitstechnisch bei uns alles nicht so einfach ist, aber er hat es natürlich einrichten können. Und zufälligerweise war auch der Alessandro dabei, der hatte nämlich schon Schulaus. Und da hatten wir ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mitzukommen. Ja, ich bin dann erst ins Labor, wurde ganz normal erst wieder Urin, Blutdruck und Gewicht nachgeschaut. Und die Arzthelferin, die war dann plötzlich so ruhig, als sie das Urin getestet hat. Und da habe ich sie schon gefragt, ob denn alles in Ordnung sei. Und hat sie mich gefragt, ob ich denn Schmerzen hätte. Und dann habe ich das Ganze verneint. Und bei der Frauenärztin dann eben im Zimmer wurde mir bestätigt, dass ich sehr, sehr hohe Entzündungswerte habe, mich aber gewundert habe, weil ich eben keine Schmerzen hatte. Ja, und daraufhin hat sie mir eben das Antibiotikum verschrieben. Aber auch nur deshalb, weil eben Freitag der Termin war und das Wochenende vor der Tür stand. Sie meinte dann, wenn ich hohes Fieber bekomme oder Schüttelfrost, dann soll ich es auf jeden Fall nehmen. Und für mich war das so, oh mein Gott, Antibiotikum. Also nachdem ich mich mit Medikamenten sowieso nicht so gut auskenne, habe ich euch auch erzählt, also für meine Kinder schon, aber für mich jetzt eher weniger und ich noch nie eine Blasenentzündung hatte, wusste ich nicht, dass das in den Schwangerschaften sowieso sehr häufig vorkommt. Das habt ihr mir dann geschrieben, eben in den Kommentaren zu dem Blog. Da hatte ich euch nämlich gefragt, ob ihr das schon mal hattet. Und plötzlich wurde mir klar, dass das nichts Außergewöhnliches ist und ich das dann doch besser nehmen sollte. Denn es könnte natürlich noch viel schlimmer werden, und zwar eine Nierenbeckenentzündung, was natürlich sehr schmerzhaft ist und dem Baby natürlich auch nicht gut tut. Aber für mich war es halt so, okay, du hast keine Schmerzen, warum sollst du jetzt dieses starke Medikament nehmen? Natürlich weiß meine Frauenärztin, was sie mir da aufschreibt und sie würde mir ja keinen Quatsch aufschreiben und ja, hat natürlich auch höchste Sorge, ist ja total klar. Es hat natürlich einen Grund, dass sie es mir aufgeschrieben hat und ich habe auch meine Bedenken geäußert, wir haben uns lang darüber unterhalten. Als ich das Medikament geholt habe, das ist übrigens dieses hier, in der Apotheke in Frankfurt habe ich mich da auch nochmal mit der Mitarbeiterin unterhalten, wirklich. Also ich war ja, etwas ratlos und durch eure Kommentare wurde mir dann eben einiges klar. Aber auch nur deshalb, weil ich dann nochmal ganz viel drüber nachgelesen habe und ich dann tatsächlich Schmerzen bekommen habe, also am Dienstag. Und daraufhin habe ich dann das Antibiotikum genommen und bin dann am Mittwoch nochmal zur Ärztin, um eben die Werte zu kontrollieren. Dann hat sie nochmal nach dem Baby geschaut und so weiter. Also sie hat schon gemerkt, dass ich große Ängste und Sorgen habe. Natürlich wie jede schwangere Frau auf dieser Welt. Denn es geht ja nicht nur um uns, sondern wir haben ja die Verantwortung von einem kleinen Wesen und wir wollen natürlich nur das Beste, ist ja total klar. Und wie gesagt, in meinen anderen 4 Schwangerschaften hatte ich das eben nicht. Also unglaublich, da seht ihr mal, wie unterschiedlich das eben sein kann. Ja, soviel erstmal zum Thema Antibiotikum. Ansonsten der Termin, der verlief ganz normal. Natürlich vorher zur Untersuchung sind die Männer rausgegangen und danach, als sie eben den Ultraschall auf dem Bauch gemacht hat, dann sind sie wieder reingekommen. Dazu wollte ich euch auch noch sagen, das hatte ich in meinem letzten Update vergessen, dass sie schon vor der 11. Woche keinen vaginalen Ultraschall mehr machen konnte, weil das Baby schon so groß war. Und als sie das gesagt hat, bin ich schon total erschrocken und dachte mir noch so, oh mein Gott, ist alles in Ordnung? Wie jetzt großes Baby? Und da hat sie gemeint, nee, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, es ist jetzt halt einfach schon zu groß und deshalb ja, macht es seitdem eben auf dem Bauch. Meine Panik ist natürlich wieder so ein ganz großes Baby zu bekommen, denn
Die anderen Jungs haben ja auch über 4 Kilo gewogen und das ist natürlich für mich mit meinem schmalen Becken etwas kompliziert, aber egal, also nur deshalb bin ich erschrocken, ne, als er das gesagt hat, aber alles gut. Ja, es war natürlich total schön, dass der Alessandro mit dabei war, der konnte auch einiges schon auf dem Monitor erkennen. Also obwohl er das zum ersten Mal da gesehen hat, war es ganz, ganz deutlich zu sehen, das Baby. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen, hat alles ganz gründlich ausgemessen und es ist wirklich unglaublich, wie in so kurzer Zeit sich das Ganze so verändert. Also sie hatte mir eben beim vorigen Termin ein Bild gemacht von der Hand vom Baby und dann jetzt nochmal und das ist so ein enormer Unterschied. Das ist wirklich der Wahnsinn in so kurzer Zeit und haben tatsächlich auch schon gesehen, wie der Bauch sich von außen quasi bewegt. Also diese Kindsbewegungen, die sind tatsächlich diesmal ganz extrem. Also ich habe ein sehr aktives Baby. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich es spüre, sondern dass man das von außen auch sehen kann. Es bewegt sich immer ganz unten noch. Da hat mir die Frauenärztin eben auch gesagt, dass das normal ist, weil hier oben ja noch die Gebärmutter ist. Also so weit oben ist das Baby noch gar nicht, sondern es ist eben ganz weit unten noch. Ja, und ich finde es auch total schön, dass unsere Jungs immer mal wieder fragen, wie groß denn jetzt das Baby ist und eben einiges wissen möchten. Ich dachte eher, dass sowas von Mädchen kommt. Also ich dachte, ja, dass Jungs eben ja, nicht so interessiert dran sind. Aber wie gesagt, ich freue mich dann immer, wenn sie was fragen. Aktuell ist das Baby laut App 430 Gramm schwer und circa 27 Zentimeter, was echt eine ganze Menge ist. Und deshalb kann ich natürlich auch verstehen, dass man hier schon einiges sieht. Es ist wirklich sehr aktiv, das Baby. Und ich freue mich dann natürlich immer. Einige Dinge mag das Baby gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich mein Stillkissen ganz nah bei mir dran habe, dann merke ich, dass plötzlich hier Purzelbäume geschlagen werden. Und ich denke dann, okay, wahrscheinlich ist es unangenehm. Ich weiß es nicht. Also mir wird es dann irgendwann unangenehm, weil es halt zu stark dann ist. Und deshalb, ja, nehme ich es dann weg. Also es möchte quasi nicht eingeengt werden, sagen wir es mal so, das kleine Baby. Und nachts kann ich mittlerweile wieder relativ gut schlafen. Also ich kann jetzt nicht auf dem Rücken schlafen. Ich muss halt seitlich schlafen mit Stillkissen. Das geht gar nicht mehr anders. Aber ganz am Anfang wird man ja öfters mal wach. Man muss zur Toilette. Und das hat aufgehört, aber das kommt dann natürlich wieder, ne, wenn das Baby größer wird und schön auf die Blase drückt. Ansonsten habe ich richtig heftige Gelüste. Das hatte ich bei meinen anderen Schwangerschaften auch nicht so stark oder es war mir nicht so bewusst. Jedenfalls habe ich den Hunger des Grauens auf die unmöglichsten Sachen. Das erzähle ich euch lieber nicht, weil sonst denkt ihr euch, oh mein Gott. Also es ist wirklich total komisch. Vielleicht aber auch, weil ich mich jetzt einfach auch anders auf diese Schwangerschaft konzentrieren kann. Also ich hatte euch ja erzählt, dass ich meine Jungs, ja, also dass die in sehr kurzen Abständen quasi zur Welt gekommen sind und ja, das so mitgelaufen ist, so traurig sich das anhört. Natürlich habe ich mich gefreut und ich war beim Arzt und wir haben uns die Ultraschallbilder angeschaut, mein Mann und ich. Aber diese kleinen Wehwehchen oder Anzeichen vom Körper konnte ich gar nicht so wahrnehmen, so wie ich es jetzt zum Beispiel total genieße, mich nach dem Duschen auch mal in Ruhe einzucremen. Und die Zeit nehme ich mir dann auch. Also ich bin jetzt nicht stundenlang im Bad, das jetzt nicht. Aber als die Jungs noch klein waren, habe ich halt echt geschaut, dass ich in 10 Minuten fertig bin. Also komplett, ja, mit Duschen, Anziehen, Haare kämmen, Zähne putzen. Und hatte die noch mit im Bad dabei, ja, und habe geschaut, dass die mir das Bad nicht überfluten beziehungsweise sich nicht die ganze Zeit streiten oder was auch immer, ne, wie halt kleine Kinder so sind. Also da musste halt echt die ganze Zeit ein Auge drauf haben und das ist jetzt anders. Ja, also auf jeden Fall kann ich es halt anders jetzt nochmal genießen und da freue ich mich total. Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so heftige Gelüste hattet und auf was, beziehungsweise ob ihr sie jetzt habt, falls ihr jetzt auch gerade schwanger seid. Also es ist wirklich ein Phänomen, es ist unglaublich und man möchte das dann sofort haben, ne? Also das ist so komisch. Jeder, der noch nie schwanger war, beziehungsweise gerade Männer, glaube ich, können das überhaupt nicht nachvollziehen, ne? So, es muss dann sofort da sein, das Essen, was man sich jetzt gerade in den Kopf gesetzt hat. Also total lustig. Ja, und bevor ich es noch vergesse, der Termin, der errechnete Geburtstermin, der wurde eine Woche vorverlegt.
Und ja, da bin ich auch mal gespannt, warum sie das vorverlegt hat. Also scheinbar, weil das Baby schon so groß ist, ich weiß es nicht. Also laut meiner Rechnung müsste das eigentlich noch so stimmen, aber wir werden sehen. Ich habe bisher alle meine Kinder immer bis nach dem errechneten Geburtstermin ausgetragen, außer den Gianluca, der kam ganz genau am errechneten Geburtstermin. Wir werden sehen. Es ist ja noch eine Weile hin, auch wenn das Ganze nicht so aussieht. Ja, es ist schon ganz schön was da, ne? Also mein Bauch zeige ich euch auch gleich noch. Entweder weil ich eben so schmal und klein bin, dass, ja, dass man das so eindeutig sieht, ich weiß es nicht. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich bin eh nicht so, dass ich da Angst habe zuzunehmen. Also ich denke, so geht es jeder schwangeren Frau, denn es ist ja was Wunderschönes. Man trägt ein Lebewesen in sich und dann ist es ja auch nur richtig so, dass das Baby sich eben Platz verschafft und wächst. Ja, ansonsten bin ich noch sehr, sehr geruchsempfindlich geworden. Das kenne ich so eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich extrem. Manche Düfte und Gerüche stören mich in einer Art und Weise, beziehungsweise wenn es was ist, was mir eben gefällt, dann ist es so extrem. Also das kannte ich so auch nicht. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch so gegangen ist, beziehungsweise ob das euch so geht, dass ihr schon also auf ewiger Entfernung riechen könnt, was der andere da gerade isst, zum Beispiel, wenn wir in einem Biergarten zum Beispiel sind. Unglaublich. Mein Mann, der lacht dann immer und sagt, hä, woher hast du denn das jetzt gewusst? Also ganz, ganz komisch. Das kam noch dazu. Ja, ansonsten habt das natürlich alle schon bemerkt. Meine Haare sind abgekommen, über 20 cm. Meinen Männern hat es überhaupt nicht gefallen. Mein Mann auch gar nicht. Ich sage euch lieber nicht, was die hier im Haus gesagt haben dazu, aber die werden sich auch dran gewöhnen. Mir gefällt es total gut. Es ist eine enorme Erleichterung. Es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl jetzt. Auch wenn mir manche geschrieben haben, naja, so eine große Veränderung ist es ja gar nicht. Du hast ja noch lange Haare. Ja, das ist keine Frage. Nur habe ich meine Haare immer bis fast zum Po getragen und da ist es schon eine enorme Veränderung. Ihr könnt euch ja alle mal 20 cm abschneiden von euren Haaren und dann seht ihr eben, dass es total, ja, dass es ein ganz, ganz anderes Gefühl ist. Also ja, ich fühle mich total wohl. Also für mich ganz extrem, allein wenn ich jetzt so durch die Haare gehe, das ging mit den langen Haaren gar nicht so einfach und es ist total angenehm. Und ich denke auch, dass es dann einfacher wird mit dem Baby. Ich habe das jetzt nicht nur deshalb gemacht, sondern einfach, weil ich es mir schon lange gewünscht habe. Aber mit Baby hat man ja dann auch weniger Zeit, wo wir wieder beim Thema wären. Und ansonsten ziehen die Babys ja auch immer dran, was sehr schmerzhaft sein kann. Das machen die natürlich nicht extra. Aber da habe ich jetzt schon mal vorgesorgt. Ansonsten wollte ich euch noch was Wichtiges erzählen. Das hatte ich auch in meinem ersten Update total vergessen, und zwar zu diesen Schwangerschaftstests. Falls ihr so einen Test macht, meine Lieben, fotografiert es euch. Ich wusste das nämlich nicht, die Anzeige verschwindet dann. Da war ich total enttäuscht. Ich wollte nämlich das Video für euch abdrehen und man sieht diese Anzeige nicht mehr. Und ich liebe doch Fotos. Ich wollte das doch als Erinnerung. Also falls euch das wichtig ist, wenn ihr sagt, nee, ist mir egal. Ich habe ja gesehen, dass ich schwanger bin und alles gut, aber ich wollte eben ein Foto machen, deswegen habe ich die jetzt hier gerade noch mal hergelegt, weil ich euch das noch sagen wollte. Ansonsten habe ich mit Sicherheit die Hälfte noch vergessen. Ach so, ja, Zuckertest wird jetzt dann auch nächstes Mal gemacht. In 2 Wochen habe ich wieder Termin, ganz regulär. Der ist wohl ein bisschen aufwendiger, musste ich auch nicht mehr, also man vergisst auch unglaublich viel. Dazu hat sie mir einiges erklärt, kann ich euch dann auch erzählen. Magnesium nehme ich nach wie vor, Eisentabletten muss ich noch keine nehmen, da sind die Werte scheinbar noch in Ordnung. Und ansonsten habe ich jetzt mit Sicherheit mal wieder die Hälfte vergessen. Und ja, das erzähle ich euch dann einfach in meinem nächsten Schwangerschaftsupdate, sonst wird dieses hier wahrscheinlich zu lang. Es ist wahrscheinlich schon zu lang geworden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hier dabei gewesen seid. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr auch die Vlogs nicht, da ja, halte ich euch dann doch eher auf dem Laufenden und da freue ich mich natürlich, wenn ihr da mit dabei seid. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen, das wisst ihr ja. Also, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!